Ich habe 3 Stunden Mittagsschlaf gemacht, beziehungsweise Vormittagsschlaf. Hm. 3 Stunden hast du geschlafen, mein Schatz. Hä? So lange? Nein. Ja, ich habe jetzt wirklich Stunden damit verbracht, irgendwelche Telefonate zu führen, Steuersachen zu klären. Ich bin mit meiner Steuererklärung ein bisschen spät dran und das Heftige ist, oh, nimm mal den Stift bitte. Ich habe hier so einen Steuerberater und ich weiß, dass sie nach einer Gebührenverordnung abrechnen und manche packen natürlich auch noch ein bisschen mehr oben drauf und meine hat ein bisschen mehr oben drauf gepackt und hat mir jetzt mal eine Kostenaufstellung gemacht. Ich habe schon so viel geschafft heute, aber gar nichts davon aufgenommen. Ich war bei der Post, ich war beim Steuerberater, ich habe ganz viel telefoniert und erledigt. Ich war in der Autowerkstatt. Wo war ich noch? Irgendwas habe ich noch gemacht. Keine Ahnung, Kommentar beantwortet. Ich habe ja eben schon das Auto ein bisschen gesaugt und so und jetzt habe ich darauf gewartet, bis der Milan mit dem Kindergarten fertig ist, denn ich wollte mit ihm zusammen das Auto waschen, weil er findet das immer gut, ne? Findest du gut, oder? Ja. Gut, dann fahren wir jetzt noch einmal durch die Waschanlage und dann geht es wieder zurück zu Oma. Ja. Alles klar? Ja. Ja? Vorhin ein Paket von DM bekommen und dort war Schmuck drin von Evelyn. Ich weiß nicht, ob es den Schmuck schon gibt, aber ja, weiß ich auch nicht. Also hier war so ein Armband drin, so Ohrringe, eine Kette, ein Ring und dann nochmal so 3 Ketten, die in, also die haben so verschiedene Längen. Ja, ganz süß. Dankeschön an DM. Die wollte ich aber mit nach Hause nehmen. Ich habe aber eine genommen. Ja, das finde ich schlimm. Kannst du ja. Die sind ja auch für uns. Aber die esse ich alle auf. Das schaffst du gar nicht alle. Hallo, sind wir hier? Ja, du darfst auch. Das ist so schön. Also es ist zwar warm, aber boah, schön windig und so. Hm. Hallo. Kuckuck. Kennt ihr das so? Man liegt so voll chillig auf der Wiese, alles schön und so. Und dann denkt ihr, oh Gott, stell dir mal vor, gleich kommen irgendwelche Viecher. Immer wenn irgendwas juckt, dann denke ich die ganze Zeit, irgendwas krabbelt hier an mir rum. Hi, mein Schatz. Hi. Geht's dir gut? Ja, bei Nerbjörn. Nerbjörn. Foto. Foto? Ja. Geht du, okay? Hallo. Hallo. Geht es so gut? Mm.
ist auch ein Pickel. Mir geht's gut. Und dir? Alles klar. Alles klar. Bei dir auch alles klar? Ist ja. Pickel? Nee. Guck mal. Und nicht so nah an meine Nase. Kommt gleich. Ja. I know I let you down, I made the same mistake. I am the worrying kind, resting my life away. Be here, you know I really want you to stay. Later, when you then go, you will somehow still remain. Remember the time I told you the way that I felt, that I'd be lost without you and never find myself. Patience, let's do the numbers before we judge. Someday, all of these mess will only make us laugh. Wir fahren jetzt den Papa abholen. Schlüssel bitte. Danke. Danke. Milan, dein Arm bitte nicht so unter, sondern hier drüber. So. Alle Kinder angeschnallt, alle Kinder sitzen im Auto. Und ab geht das gleich. Ab geht das gleich. Ab geht das gleich. Ich muss mal deine Nase putzen, Sheila. Ui. Und du markierst. Ja. Ist sie da so ein bisschen schnupfen? Ja. Mhm. Und ihr geht's aber so ganz gut. Dein Mund ist auch schmutzig. Wollen wir den mal sauber machen? Ja. So ein bisschen, ne? Ja. Machst du Macht? Okay. Mhm. So, ja. Du gehst hier auf. Wo? Hier. Was ist das? Das ist wie so ein kleiner Tisch, den kann man noch so aufklappen. Ohne Dajon. Ja. Das kann ich nicht. Das ist mir jetzt kaputt. Wie bitte, Milan? Jetzt nur kaputt. Achso. Du hättest doch eben bei Oma trinken können. Jetzt sind wir doch schon losgefahren. Ich habe eine weiße Kaffeesonne. Ja, können wir dann auf dem Weg gleich holen. So, hallo, Zacki ist jetzt auch da, aber ich zeige ihn euch nicht, weil er ist nackt. Guck. Kinder sind jetzt im Bett. Wie spät haben wir das? 7:30. Kinder sind jetzt im Bett, aber die quatschen noch. Entschuldigung, ich hatte mich eigentlich gefreut, dass du gekommen bist. Ja, da bin ich doch. Hallöchen. Ja, und zur Belohnung habe ich dich auch noch zum Friseur gefahren. Er war dann noch beim Friseur und eigentlich wollten wir ja Kian. Zur Belohnung? Warte mal. Zur Belohnung wofür? Ne? Denkst du jetzt? Ja, einfach so, zur Abholbelohnung. Ich habe dich auch abgeholt. Ich habe gesagt, halt mal an, guck mal, ob da jemand drin ist. Ich will meine Haare schneiden. Ja, ne? Das habe ich gemacht. Ich habe, ja, bis weitergefahren. Ich habe gesagt, Schatz, stopp! Und hier. Ich habe es bezahlt. Ja, das stimmt. Ja. Das hast du ja, er mein hat, Geld bezahlt, oder? Ist doch scheißegal. Ja, hast du auch recht. Unser Geld. Ne? Ja. Alles unsers. Was ja. Du hier siehst. Jetzt mal den Garten mähen können, Alter. Der ist so hoch wie ich. Ja, das habe ich extra für dich aufgehoben. Ich habe aber das Auto sauber gemacht, von außen und von innen gesaugt und so. Ja. Ist dir gar nicht aufgefallen, ne? Doch. Du hättest ruhig sagen können, oh, hey, du hast das Auto geputzt. Ja, gar nichts, ey, gar nichts. Ne, wenn ich meine Haare schneide, hast du im Friseur so gemacht? Ey, Schatz. Es ist voll komisch, dass wir hier die ganze Zeit reden und die können dich gar nicht sehen. Nur weil du nackt bist.
Aber er ist nur oben rum nackt, nicht falsch verstehen. Was geht ab, Mann? Was ist los? Die Leute haben dich bestimmt vermisst. Du bist immer 12 Tage nicht zu sehen in meinen Videos. Ja, Mann, jetzt weißt du doch, warum ich diesen Job gewählt habe. So Leute, ich verabschiede mich jetzt von euch. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, ja. Tschüss.